Ja, willkommen beim Vortrag über Krypto. Die Zielgruppe ist alles, was irgendwie so ein bisschen mit Technik zu tun hat, entweder in der Umsetzung oder auch in der Entscheidung. Der Vortrag besteht aus zwei Teilen. Grob einmal die Frage, warum sollte ich überhaupt kryptografische Maßnahmen umsetzen? Und der zweite ist, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Das wird ein relativ dichter Talk sein, im Sinne von, ich werde viele einzelne Punkte beleuchten, werde jetzt aber nirgendwo einen Deep Dive machen können. Das heißt, wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann vielleicht auch im Nachgang nochmal. Wir haben auch ein bisschen Zeit für Q&A nachher. Vielen Dank übrigens hier an die ganze Orga. Ich glaube, das war eine Menge Arbeit und da kann man eigentlich nur besten Dank sagen. Okay, ganz kurz zu mir. Das Foto ist schon ein bisschen älter, aber das ist das letzte, wo ich noch nicht so alt aussehe, wie ich bin. Ich mache seit eigentlich Ewigkeiten IT in verschiedenen Formen, Farben und Rollen. Und meine liebste Position ist eigentlich so genau die zwischen Hardcore-IT und wo IT benötigt wird, also irgendwo im Business. Okay, mal die Quick Summary, wenn ihr irgendwas mitnehmt, dann sollte es das sein. Nummer eins, alles was ihr tut, ist reguliert. Spätestens durch Gesetze. Meistens noch durch ganz, ganz viele andere Sachen. Krypto ist ein Mittel, um viele dieser regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Klingt alles total langweilig, ist es aber nicht. Aber es ist nicht umsonst. Allerdings, keine Krypto kann vielleicht noch viel, viel teurer werden, also muss man da genau reingucken. Und extrem wichtig, Krypto und kryptografische Maßnahmen sind immer Last Line of Defense. Also, wenn die Daten das Unternehmen verlassen haben, dann sollte ich trotzdem noch halbwegs gut schlafen können. Aber sie sollten erst gar nicht das Unternehmen verlassen. Okay, vielleicht Warnung. Ja, also eine Stunde, ihr seid danach weder Legal-Experten noch Kryptografen. Erstaunlicherweise bin ich auch keiner von beiden. Das macht aber nichts. Fangen wir an. Ihr habt Daten. Mit ihr ist irgendjemand, der euch Geld gibt, gemeint. Die Daten werden gesammelt, werden verarbeitet, im Sinne von wertschöpfend eingesetzt. Im Regelfall gammeln sie dann relativ lange irgendwo rum, weil man könnte sie nochmal brauchen. Irgendwann werden sie gelöscht. Das ist optional in den meisten Unternehmen. Aber jetzt, was ist das Problem dabei? Naja, also Daten haben so ein Business Value, das ist der grüne links. Also ich sammle und verarbeite Daten, weil irgendwo nach einer ganz, ganz langen Kette irgendwo Geld rausfällt. Das ist die Hoffnung. Und Daten haben aber auch immer also ein gewisses Potenzial, Schmerzen zu verursachen. Das können Kosten sein für Storage, für Backup. Das können regulatorische Anforderungen sein, die man plötzlich nicht mehr erfüllt. Das können einfach nur die Frage sein, wenn die Daten weg sind, stehe ich auf der dritten oder auf der ersten Seite. Und wenn ich das so klassisch anguckt, stellt man fest, der Business Value nimmt über die Zeit ab. Leider tut das die Liability, also das Problem mit den Daten, nimmt überhaupt nicht ab. Und irgendwann hat man den Punkt erreicht, dass man mit den Daten weniger Gewinn macht, als man Risiken eingeht. Also die allererste Maßnahme, die man treffen sollte, wenn man sowas sieht, also erstmal sowas aufmalen und dann sollte man einfach früher löschen. Was weg ist, muss nicht geschützt werden. Das klingt total verrückt, aber es ist so. Also es ist schwierig, Leute davon zu überzeugen. Also gerade Leute, die dafür bezahlt werden, möglichst viele Daten zu haben. Ich sage nur irgendwie, dass der klassische Produktmanager, der nach vorhandenen Registrierungen bezahlt wird und nicht nach aktiven Benutzern. Der hat natürlich ein Incentive zu sagen, ich möchte alle Registrierungen behalten, ob es sie gibt oder nicht. Und ob das Mickey Mouse ist oder TO-Test, ist mir egal. Aber letzten Endes ist ja das Ziel, dass ich Geld verdiene und das kriege ich nicht durch Daten, die rumliegen. Es ist also nicht nur ein technisches Problem, es ist größtenteils ein Management-Thema. Okay. Was meine ich mit Inhaltsverschlüsselung? Also A, Airbag, sagte ich gerade schon mal. Und B, das ist
So wie die meisten von euch wahrscheinlich gelernt haben, Software zu schreiben. Es gibt eine Datenbank, darüber hängt eine Applikation und unten ist irgendein Client. Ihr seid total super, ihr habt TLS selbst bis zur Datenbank. Wie läuft das ab? Der Client, der macht irgendwas und schickt es zum Server. Der Server massiert die Daten ein bisschen und irgendwann landen in der Datenbank. Weil die Daten sind mit TLS geschützt, also super, Problem gelöst, ihr könnt nach Hause gehen, das war ein kurzer Talk, es gibt kein Problem. Also es gibt fast kein Problem, außer da, da und da auch noch. Das Problem ist das folgende, mal angenommen, die Daten werden 10 Sekunden verarbeitet und werden 2 Jahre irgendwo gespeichert, dann sind sie, ich muss kurz lesen, 99 und ganz viele 9% der Zeit nicht geschützt, also zumindest nicht kryptografisch geschützt, das ist relativ viel. TLS ist auch super. Das Problem mit TLS ist, es ist super, wenn man es richtig konfiguriert und die aktuellste Version hat und nicht IE6 unterstützen muss und. Ich habe noch gar nicht über Backups geredet. Also jedes Bit, was ihr irgendwo in der Datenbank stehen habt, habt ihr im Schnitt ungefähr 14 Mal auf irgendwelchen Backup-Medien. Also um was geht's? Die Daten kryptografisch schützen. Da steht überall Encryption, aber das ist noch viel mehr. Das heißt, eigentlich ist der Weg, ich will von dieser komischen roten Welt in die grüne Welt. Wenn man jetzt genau hinguckt, stellt fest, dass der Client irgendwie noch ungeschützt ist, aus Gründen. Weil das ist im Regelfall komplexer und das will ich jetzt gar nicht beleuchten. Zumal da die Daten herkommen und nicht im Regelfall in der Verantwortung des Verarbeitenden sind. Okay. Warum sollte ich überhaupt was tun? Kurzer Tipp, am Ende von dem Teil holen meistens irgendwelche Leute Zettel raus und schreiben was auf. Warum, seht ihr gleich. Das Gesetz, also jetzt nur Deutschland, aber das ist völlig irrelevant, wo ihr seid, hat ganz lustige Vorstellungen davon, was mit den Daten der Bürger passieren soll. Nämlich im Regelfall sollen sie gut geschützt werden. Und in ganz vielen Gesetzen steht Kryptographie als ein wirksames Mittel zum Schutz der Daten drin. Was heißt denn das? Bitte nicht lesen, ja? Also das ist jetzt im Bundesdatenschutzgesetz, das ja bald erneuert wird, stehen so hässliche Sachen drin, wie wenn besondere personenbezogene Daten, also was wie sexuelle Ausrichtung, politische Meinung, wenn die verloren gehen, dann müsst ihr die Leute informieren. Das ist schon eklig. Wenn ihr das nicht könnt, weil es zu viele sind oder ihr es nicht genau wisst, dann müsst ihr sie trotzdem informieren. Und der Text heißt überregionale Tageszeitung, mindestens 2 Stück, halbseitige Anzeige. Also ich möchte die nicht aufgeben. Telemediengesetz betrifft alle, die eine Webseite haben, for profit. For profit heißt so viel wie, da ist ein Affiliate-Link drauf oder Werbung. Also die for profit-Schranke ist sehr weit unten. Die Bußgeldvorschrift mit bis zu 50.000 Euro, ja, das muss man schon mit Vorsatz und mit Nachdruck und mehrfach machen und für das klassische Unternehmen sind 50.000 Euro jetzt so, also kein Drohpotenzial. Trotzdem sagt auch das Telemediengesetz, eine Maßnahme nach Satz 1 ist insbesondere die Anwendung eines als sicher anerkannten Verschlüsselungsverfahrens. Ja, man merke, das zieht sich so ein bisschen durch. Das TKG, E-Mail-Server, mehr als 10.000 Kunden, ihr hängt im TKG, viel Spaß. Hat ähnliche Anforderungen, nur dass sie noch einen ganzen Tick höher sind. Strafgesetzbuch, okay, wie kommt das Strafgesetzbuch zu Krypto? Okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen länglich. Fangen wir damit an, ihr seid ein Anwalt. Und ihr schickt irgendwelche Rechnungen oder irgendwas anderes an einen Klienten und der Klient hat vorher nicht gesagt, tu das. Dann hängt ja da drin, Strafgesetzbuch, verletzt von Privatgeheimnissen. Weil der ISP ist witzigerweise auch ein Dritter. Sind die Daten verschlüsselt, dann sind die Daten für den ISP nicht lesbar und von daher auch keine Verletzung des Strafgesetzbuchs. Sozialgesetzbuch will ich jetzt gar nicht darauf eingehen, ist mir zu kompliziert, kenne ich nicht aus. Aber wenn man nach Steuerung F nach Krypto sucht, dann findet man was. Der Elefant, Datenschutzgrundverordnung. Auch die Datenschutzgrundverordnung
Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten sind Maßnahmen, die gefordert werden. Insbesondere müssen Vertraulichkeit und Integrität der Systeme sichergestellt werden. Und ja, die EU-Datenschutzgrundverordnung hat im Gegensatz zu den anderen Gesetzen wirklich, wirklich Zähne. Also Wiederholungstäter, die es mit Absicht machen und mehrfach erwischt werden, können bis zu 4% des Jahresumsatzes an Strafe zahlen. Wird das passieren? Nein, natürlich nicht. Also wir haben alle Angst vor, aber also, das ist schon Serienmord mit Ansage. Man kann das tun, aber nichtsdestotrotz, das Potenzial ist da. Wenn ich mir so einen großen Konzern angucke, welchen auch immer, 4% des Jahresumsatzes vom Konzern, das ist eine Menge. Und so ein Konzern hat viele, viele kleine Unterstrukturen. Okay, ich sagte gerade Konzern. Jeder Konzern und so ziemlich jede größere Firma hat Richtlinien. Interne Richtlinien, wie mit Daten umzugehen ist. Tipp, wenn ihr eine Firma seid, die das nicht hat, wäre ich vorsichtig. Weil das auch Richtlinien sind, die sich zum Beispiel auf den Schutz eurer Personalakte beziehen können. Andere Vorschriften wie PCI-DSS, also Kreditkartenverarbeitung, ISO 27.1, you name it, alles hat irgendwo kryptografische Maßnahmen drinstehen. Okay, ihr seid nicht überzeugt, ich kann es verstehen. Also dröge, langweilig. Okay, wir fragen Leute, die sich auskennen. Also die Frau zum Beispiel. Das ist Dido Harding, zu dem Zeitpunkt CEO von TalkTalk. Also jetzt nicht verwechseln, also ich will die nicht bashen. Also die jetzt nur ein bisschen. Aber grundsätzlich, shit happens. Man kann es nicht verhindern. Wenn man jetzt mal kurz hinguckt, die sieht nicht glücklich aus. Aber es könnte euer CEO sein. Aber ihr wollt eigentlich einen glücklichen CEO haben. Ne, weil letzten Endes ist der CEO verantwortlich, wird irgendwo Dinge passieren. Ja, also euer Chef soll nicht so in den Nachrichten sein. Und wenn er das ist, dann solltet ihr dafür sorgen, dass der Blitz nicht bei euch einschlägt. Der Punkt da vorne, das ist der Moment, in dem TalkTalk gesagt hat, dass sie ein kleines Problem mit den Kundendaten haben. Der Aktienkurs ist nicht wesentlich besser geworden. Und das war, bevor die 400.000 Pfund Strafe kamen. Genau, die Strafe, was haben wir noch? Ach Gott, der CEO ist weg. Und kurz nachdem der CEO weg ist, hatten sie den nächsten Vorfall. Also ja, das hat also Real-World-Implications, wenn sowas passiert. Kennt einer Ashley Madison? Ich habe es nicht gewusst, aber die wollten in die Börse gehen. Ja, hat nicht funktioniert. Übrigens, die Besitzerfirma von Ashley Madison hat wegen dem Vorfall auch noch einen reingewirkt bekommen und der war nicht klein. Okay, das ist von Tripwire, das heißt, die verdienen ihr Geld damit, dass ihr Angst habt oder eure Firmen Angst haben. Nichtsdestotrotz sagen die Fortune 100 Companies, eine ordentliche Data Breach hat langfristig 1,8% Börsenverlust zur Folge. Bei so einer Firma, die ein paar Milliarden wert ist, ist 1,8% echt viel. Okay, Twitter, auch da, die sind super umgegangen damit. Das war perfektes Umgehen mit einem Sicherheitsvorfall. Leute, eure Passwörter sind in Logs aufgetaucht. Ich glaube, es ist nichts passiert. Ändert euer Passwort. Also vom Vorgehen her. Ist das, die meisten Firmen würden sagen, es ist nie passiert. Das haben sie gut gemacht. Aber dem Aktienkurs hat es nicht gefallen. Nee, der Strich da unten ist jetzt kein Darstellungsfehler. Okay. Die Liste kann man weiterführen. Das ist jetzt irgendwie müßig, das irgendwie weiterzuführen. Die Aussage ist, unabhängig von Compliance und Legal-Forderungen, Sicherheitsvorfälle kosten richtig, also echtes Geld. Ja, und echte Jobs. Nächste Frage. Okay, jetzt habe ich gesagt, macht doch Krypto. Das hilft euch. Wie mache ich denn das? Fangen wir mal ganz einfach an. Was ist das Problem? Welche Daten habe ich und wie sind die zu betrachten? Wie muss ich diese Daten behandeln und wie tue ich das dann am Ende? Also, ganz am Anfang, ihr nehmt euch irgendeinen Experten, also einen Legal-Experten. Muss kein Rechtsanwalt sein, aber einer, der die Fachdomäne versteht.
Dann listet ihr alle Daten auf. Und dann klassifiziert ihr diese Daten. Und dann nehmt ihr euch einen Manager und der Manager muss euch sagen, was ist das Problem? Also wie hoch ist das Risiko, was mit diesen Daten einhergeht und welches ist er vielleicht bereit zu tragen? Eine Liste könnte dann so aussehen. Ich habe einen Kunden, ich habe eine Marketing-E-Mail, es gibt bestimmte regulatorische Anforderungen, zum Beispiel an den Namen und an die Kontonummer. Ja, geht vielleicht noch ein bisschen weiter ins Detail. Besonderes personenbezogenes Datum bei der Kontonummer. Ja, BDSG, Paragraph, was war es, 42. Das Problem ist, die Klassifikation, das ist jetzt nicht so 0815, das hängt immer vom Kontext ab. Also E-Mail-Verteiler AIDS-Test hat die E-Mail-Adresse, die da drauf ist, eine andere Aussagekraft als von Aldi oder Fitnessclub oder Lidl. Das muss man im Detail betrachten. Ja, das mag jetzt überraschen, aber es ist so. Wenn ihr eure Daten habt und wisst, was die gesetzlichen Anforderungen sind, müsst ihr als nächstes gucken, wie leite ich diese gesetzlichen Anforderungen so ab, dass ich die umsetzen kann. Also wie speichere ich die Daten, wie übermittle ich die Daten, wie protokolliere ich die Daten, wie sichere ich die und vielleicht auch noch, wie lösche ich die Daten oder wann. Sieht dann so aus. Ja, der Name darf im Plaintext gespeichert werden, aber nur verschlüsselt übermittelt werden. Im Log darf er nur pseudonymisiert auftauchen, im Backup nur verschlüsselt und löschen nach Bundesdatenschutzgesetz, das heißt, sobald die Nutzung der Daten wegfällt. Und dort, also das muss man auch mit Legal so ein bisschen besprechen, aber das ist primär dann, dass ihr einen Vorschlag macht und Legal muss sagen, ah, verstehe ich. Und dann muss es umgesetzt werden und eingeplant werden. Pro-Tipp, wenn ich sage, ich mache Volltextverschlüsselung für alles, wird Suchen schwieriger. Also es gibt immer so ein Trade-off zwischen Schutz und welche Auswirkungen hat der Schutz. Ja, nochmal, was ist das Problem und wie gehe ich damit um und letzten Endes umsetzen. Jetzt gehen wir ein bisschen ins Detail rein, das war jetzt alles ein bisschen High-Level, bla bla bla. Vorab, also Krypto ist irgendwie Power-Tool, ne? Also wenn man das irgendwie falsch benutzt, dann kann das mal ein Auge kosten, also nachdrücklich ein Auge kosten. Das heißt, man sollte sich in jedem Projekt, das sich damit beschäftigt, jemanden reinholen, der sich damit auskennt. Man kann so viel falsch machen, das ist unglaublich. Und man merkt es gar nicht, das ist das Schlimme. Ja, also sieht alles super aus und dann steht man in der Zeitung mit, boah, die Idioten haben es falsch gemacht. Ja, kann vorkommen, mir ist vorgekommen. Fangen wir ganz vorne an, ich habe gesagt, man muss was tun, aber man kann ja auch paranoid sein. Ja, es muss also irgendwo, muss man sagen, hier ist die Diskussion zu Ende. Das ist vertrauenswürdig und das andere vielleicht nicht mehr. Trust Anchor. Also ich habe eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, was ist mein Bedrohungsszenario und quasi die Kehrseite davon, wem vertraue ich eigentlich bedingungslos? Nur ein Beispiel. Ich habe irgendetwas, wo ich sage, das ist wahr. Man kann nicht so ganz induktiv sagen, wenn das eine wahr ist und bestimmte andere Bedingungen auch wahr sind, dann kann ich diesen Trust erweitern. Dann andere Sachen auch wahr. So, was heißt das? Ich vertraue meinem Cloud-Provider. Dann glaube ich auch, dass der kryptografische Schlüssel sicher verwalten kann. Wenn das geht, dann kann ich Daten mit diesen Schlüsseln verschlüsseln und diese Daten sind ebenfalls sicher. Wenn das so ist, dann kann ich meine sensitiven Daten in der Cloud speichern. Wenn irgendwas davon jetzt irgendwie nicht mehr stimmt, ja, dann stimmt das da hinten auch nicht mehr. Ja, das muss halt jeder für sich selber wissen. Fangen wir andersrum an. Ich benutze eine Cloud. Wenn ich eine Cloud benutze, dann muss ich auch hoffen, dass die Umsetzung des Cloud Acts nicht dazu führt, dass meine Daten plötzlich weg sind. Das heißt, ich muss hoffen, dass der Typ da rationale Entscheidungen fällt. Ja, auch das kann jeder für sich selber entscheiden. Jetzt habe ich gerade gesagt, wem kann ich vertrauen? Trust Anchor. Drehen wir es mal andersrum. Bedrohungsanalyse. So klassisch kennt man ja Threat Modeling nach Stride oder also eine technische Analyse. Ja, ich habe eine Verbindung, wenn die einer angreift, injected, abhört, was passiert dann? Aber viel interessanter ist die Business Side. Also auf der Business Side gibt es ja auch Bedrohungen und das sind eigentlich die, wo das Geld drin ist. Also was meine ich damit? Sowas.
Ja, was so eine Bedrohung, die Attackerhorden von außen. Nicht subtil, ne, aber vielleicht effektiv. Ja, dann gibt es die Schlaueren, die bei euch im Support anrufen und sagen, hallo, ich bin der Jens Neuhalfen, ich habe mein Passwort vergessen. Ja, gibt auch. Ja, also jedes System hat irgendwo Lücken und die schlauen Leute, die nutzen diese Lücken aus. Dann gibt es Spionage. Man mag es ja gar nicht glauben, aber wenn das Unternehmen irgendwie was kann, dann gibt es da Begehrlichkeiten. Und dann gibt es sowas wie legale Beweggründe, Beschlagnahmungen, ich sage nur Cloud Act. Das sind die relevanten Bedrohungen, also von der Business-Seite her. Ob TLS sicher ist oder nicht, naja, das ist Mittel zum Zweck. Also das Ziel ist nicht TLS zu haben, sondern das Ziel ist, dass was auch immer da nicht passiert. Also eure Firma, solche Firma, ihr habt eine Anwendung, die ist gehostet irgendwo in der Cloud. Bei einer Firma, die irgendwo Dependancen in den USA hat. Eure Daten sind verschlüsselt. Der Schlüssel ist beim Cloud-Provider. So, die erste Frage, die man sich stellt, muss das so sein? Also, ist das der Schlüssel des Cloud-Providers oder sollte das euer Schlüssel sein? Okay. Sagen wir, das ist euer Schlüssel, dann kann der Cloud-Provider trotzdem noch gezwungen werden, den rauszurücken. Also ist die nächste Frage, wer hat denn den Schlüssel? Ja, sinnigerweise habt ihr den. Das Problem ist jetzt, jeder dieser Schritte kostet Geld. Ja, und kryptografische Schlüssel irgendwie außerhalb der Cloud zu lagern, um sie dann in der Cloud zu verwenden, also das ist jetzt irgendwie kein dünnes Brett mehr. Na, je nachdem, welche Bedrohungslage ihr habt und wie hoch euer Schutzbedarf ist, kann das ein oder andere richtig sein. Okay, das war jetzt alles irgendwie so oberflächlich und von oben herab, im Sinne von so 3000 Fuß. Gehen wir ein bisschen ins Detail rein. Ganz oft gibt es die Herausforderung, dass Daten verglichen werden müssen. Stellt euch vor, ihr habt einen Adresspool, eine andere Firma hat einen Adresspool und ihr wollt gemeinsam Kunden anschreiben. Aber jetzt wollt ihr natürlich nicht euren Adresspool der anderen Firma geben, dann sind eure Adressen ja weg und die andere Firma wird dasselbe Problem haben. Das heißt, ihr wollt einen Abgleich machen und ihr wollt wissen, wie hoch denn die Schnitt- oder die Nicht-Schnittmenge ist, ne? Also das Union der beiden. So, Plaintext-Daten haben wir festgestellt, doofe Idee. Bessere Idee, man hasht die Daten vorher. Ja, also Hashing, wer es noch nicht kennt, ich habe zwei Texte, wenn die Texte gleich sind, dann sind die Hash-Werte gleich. Und der Kicker ist, wenn die Hash-Werte gleich sind, sind auch mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit die Texte gleich. Nur, dass die Hash-Werte sehr klein sind und man aus dem Hash-Wert den Text nicht zurückrechnen kann. Nicht einfach. Wenn ich jetzt sowas wie Adressdaten vergleiche, ja, nehmen wir J. Edgar Hoover, wird man feststellen, dass man den Namen verschieden schreiben kann. J. Edgar Hoover, Edgar J. Hoover, Hoover John Edgar, was auch immer. Man braucht einen Weg, der normalisiert ist. Ja, jedes Bit-Abweichung im Plaintext führt zu einem völlig anderen Hash. Ja, also normalisiert man die Daten. Und dann kann man vielleicht noch einen Schritt weiter gehen, weil vielleicht schreibt der andere Edgar anders als der andere. Dann nimmt man sowas wie Soundex oder Kölner Notation oder was auch immer, um die Daten noch ein bisschen weicher zu machen. Und dann kann ich die Daten vergleichen. Apropos Hashing, wenn man es richtig macht, lieben Gruß an Posteo, die haben es wirklich gut gemacht, sind gehashte Daten keine personenbezogenen Daten mehr und fallen dementsprechend noch nicht mehr unter das Telekommunikationsgesetz mit den Auswertungsbestimmungen. Also abgesehen davon, dass man das als Bürger vielleicht ganz gut finden kann, kann man das als Unternehmen noch viel besser finden, weil diese ganze Ausleitung personenbezogener Daten im TKG ist, ist echt ein immenser Kostenfaktor. Weil er glaubt ja nicht, dass der BNetzA die Kosten trägt. Okay. Wenn die Anforderung ist, verschlüsselt die Daten, ist also die erste Antwort ist immer, hey klar, Datenbankverschlüsselung oder Festplattenverschlüsselung. Also transparente Verschlüsselung. Das Hauptproblem ist mit transparenter Verschlüsselung ist, die ist für jeden transparent. Also auch für den Angreifer. Also es sei denn, der klaut die Festplatten. Also wenn das euer Problem ist, dann müsst ihr woanders anfangen. Okay. Was sind Alternativen? Ich habe so ein System aufgemalt. Das System ist irgendwie aus, das Dateisystem wird entschlüsselt, die Datenbank wird entschlüsselt, die Anwendung wird gestartet, die Anwendung macht eine Einzelsatzverschlüsselung und mit einem Masterkey, der wird entsperrt und dann wird ein Datensatz entsperrt. So. Rechner aus, das Dateisystem ist sicher. Rechner an, Dateisystem ist nicht mehr sicher, weil entschlüsselt. Also aus Sicht des Angreifers.
bei der Datenbank dasselbe Spiel. Wenn ich jetzt einen Datensatz habe, der mit dem Master Key verschlüsselt ist, dann ist der sicher, bis dass der Master Key irgendwie verfügbar ist. Und selbst dann muss ich den Master Key erstmal nochmal nehmen, um den Datensatz zu entschlüsseln. Also irgendwie mit einer normalen SQL-Injection oder sowas komme ich immer noch nicht weiter. Irgendwann wird der Datensatz entschlüsselt und dann ist auch Plaintext im Arbeitsspeicher und dann kann ich ihn irgendwie abgreifen. Wenn ich einen Record habe, der gar nicht erst entschlüsselt wird, dann ist der trotzdem noch verhältnismäßig sicher. Ja, wenn ich das mal anguckt, je nachdem wann angegriffen wird, habe ich halt immer verschiedene Sachen sind sicher oder nicht. Ja? So. Hier ist alles in der Datenbank erstmal unsicher. Das, was schon entschlüsselt ist, ist angreifbar und das, was noch entschlüsselbar ist, weil der Master Key vorhanden ist, der ist halt potenziell angreifbar. Okay. Warum erzähle ich das? Also transparente Verschlüsselung ist doof. Ich habe gerade gesagt, Inhaltsverschlüsselung ist viel besser. Wie mache ich das? Speichern. Im Regelfall mit symmetrischer Verschlüsselung. Ich habe einen Datensatz, das ist ein Plaintext-Datensatz. Ich verschlüssel den mit einem Schlüssel. Habe ich einen verschlüsselten Datensatz. Ich nehme denselben Schlüssel und habe einen entschlüsselten Datensatz. Deswegen symmetrisch. Ich brauche aber nicht nur den Schlüssel. Ich brauche auch noch sowas wie einen Initialisierungsvektor, eine Nonce. Das hängt mir vom Verfahren ein bisschen ab. Also Takeaway ist einfach nur, nicht nur den Schlüssel nehmen, sondern der Algorithmus will noch einen anderen Parameter haben und der andere Parameter hat bestimmte Spezifikationen und die sollte man bitte lesen und verstehen. Eine Nonce zweimal verwenden ist Desaster, ne? Das ist eine komplette Kompromittierung des Sicherheitsversprechens. Dann gibt es noch sowas wie, kennt wahrscheinlich jeder schon hier, ein Blockcipher, also AES zum Beispiel, wird in bestimmten Modi betrieben. Klassisch ist irgendwie sowas wie CBC, aber wenn man ECB, also quasi den Standardmodus nimmt, jeden Block einzeln verschlüsseln, dann ist die Krypto ungefähr so gut. Ja, die Farbe ist weg, aber man kann doch gut erkennen, was die Daten waren. Wenn ich Daten verschlüssel mit einem Master Key, dann muss der irgendwie geschützt sein, sonst ist es ja ein bisschen sinnlos. Und erstmal von oben nach unten runter. Ich sollte mindestens gucken, dass der Master Key nicht in derselben Storage ist wie die Daten. Wenn ich die Daten mit der SQL-Injection abfischen kann, dann sollte ich für den Master Key eine Remote File Inclusion benutzen müssen. Oder andersrum. Also irgendwas woanders. Das zweite ist, der Master Key sollte verschlüsselt sein. Und wenn es irgendwo nur so ein Baked-in-Secret in eurer Anwendung ist, also meine Obfuscation, ja, aber kostet nichts und kann im schlimmsten Fall doch noch was helfen, weil jetzt muss der Angreifer auch noch den Quelltext haben. Noch besser ist, für jeden Datensatz einen eigenen Schlüssel nehmen. Den könnt ihr ableiten vom Master Key. Ich zeige gleich, wie das geht. Und wenn ihr richtig gut seid, dann kommt zu dieser grünen Linie, dann macht ihr alle Krypto-Operationen in einem Krypto-Host, also ein eigenes System, das nichts anderes macht als Schlüsselverwaltung. Und wenn ihr nur noch Asche habt oder für eine Bank arbeitet, dann nehmt ihr ein HSM. Also ein Hardware Security Module, das sind also quasi tamper-proof Devices, die genau diesen Krypto-Kram machen. Also leider ist es so, dass gerade das Thema Krypto-Host, das kriegt man irgendwie noch relativ einfach hin, HSM, da braucht man halt Leute, die wissen, wie es geht. Okay, ich habe mich gerade von Ableitung erzählt und Schlüssel und hast du nicht gesehen. Jetzt fangen wir mal an. Ich habe ein Passwort, wie komme ich zum Schlüssel? Also ich will einen 128-Bit-Schlüssel haben. Wie lang muss das Passwort sein? Ziemlich lang. Ja, also bei so einem Standard-Character-Set sollte man mit über 20 Zeichen rechnen. Jetzt mal ganz kurz nachgedacht. So, wessen Passwörter sind so lang? Ach komm, ihr lügt doch alle. Ich persönlich kenne die Diskussion, dass 8-Zeichen-Passwörter doch so unglaublich lang sind und die kann sich ja keiner merken. Die Aussage ist, sichere Passwörter sind extrem lang. Das ist ein gutes Passwort, das andere nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann mir das nicht merken. So als Benutzer würde ich ein Passwort-Safe nehmen, klar. Aber wenn ich jetzt irgendwo in der Software arbeite, habe ich halt als Passwort-Safe maximal mein HSM oder was auch immer. Wenn ich nicht so lange Passwörter nehmen kann,
also wenn ich die Entropie aus dem Passwort, das Chaos, wenn ich das nicht so hoch setzen kann, dann muss ich halt gucken, dass es länger dauert, das Passwort abzuleiten, also den Key abzuleiten aus dem Passwort. Da kann ich sowas nehmen wie Scrypt, Bcrypt, PBKDF2 oder andere, Argon, da gibt es ganz viele. Für einfache Sachen könnt ihr einfach HKDF nehmen. Das ist also nicht viel, also eigentlich nur ein Hash mit ein bisschen drumherum. Okay, jetzt haben wir herausgefunden, wir haben irgendwo ein Masterpasswort in der Konfiguration. Wir können aus diesem Masterpasswort jetzt sicher einen Schlüssel ableiten. Wir wollen aber für jeden Datensatz einen Schlüssel haben. Also was mache ich? Ich nehme den Masterschlüssel. Ich nehme die Record-ID und ich nehme die Version des Datensatzes. Also die Version des Datensatzes ist total wichtig. Ganz, ganz viele kryptografische Algorithmen finden das total doof, wenn man dieselben Daten mit denselben oder verschiedene Daten mit demselben Schlüssel verschlüsselt. Je nachdem, was man hat. Auch bei AES. Also bei Stream Cypher ist es ganz klar. Also Stream Cypher zweimal mit demselben Schlüssel, verschiedene Daten verschlüsselt. Dann kannst du auch gleich den Plaintext übermitteln. Da muss nämlich nur die beiden Cypher Streams XORen und hat dann den geXORten Plaintext. Das ist doof. AES in die, bestimmten Modi, also XTR zum Beispiel, funktioniert als Stream Cypher. Also lesen, was man tut und dann erst umsetzen. Und ganz wichtig, deswegen die Version mit reinnehmen. Und wenn ich das mache, dann kann ich aus dieser Kombination auch den Initialisierungsvektor oder die Nonce ablesen. Weil ich für jeden Datensatz, für jede Version einen anderen Schlüssel und eine andere Nonce kriege. Also Reuse ist statistisch ausgeschlossen. Wie sieht sowas aus? Also eigentlich total simpel. Ich klebe den Master Key, die Record ID, die Record Version hintereinander, mache ein HKDF oder was auch immer dahin mit 256 Bit, die ich da rausziehen möchte, und dann teile ich die auf, einmal in Key und einmal in Nonce, IV und was auch immer. Das ist einfach, also es ist nicht, also muss halt mal lesen. Muss, gerade schon gesagt, Schlüssel bitte nicht wiederverwenden, das kann echt böse nach hinten losgehen. Ich empfehle immer sowas zu lesen hier unten, wie NIST. Die kann man gut finden oder nicht, aber wenn es darum geht, Government Secrets zu schützen, haben die im Regelfall ein recht hohes Eigeninteresse. Zufallsgeneratoren würde ich bei denen jetzt aber nicht einkaufen. Ich habe gesagt, Keys, also zum einen sollte man Keys nicht beliebig oft nehmen, also der Schutz eines Schlüssels sinkt tendenziell mit der Anzahl der Daten, die man damit verschlüsselt. Das heißt, ich möchte hin und wieder einen Schlüssel wechseln. Eigentlich möchte ich vor allem den Master Key hin und wieder mal wechseln. So ein Key Rollover. Wenn ich das mache, muss ich, ja, die quasi vorletzte Spalte, für jeden Datensatz, den ich verschlüssel, natürlich irgendwo hinterlegen, was der Master Key war. Also das ist nicht der Master Key, sondern das ist eine Referenz auf den Master Key. Also Foreign Key. Also das klingt jetzt irgendwie total irgendwie banal, bis zu dem Zeitpunkt, wo man es nicht hat und versucht, in die Daten wieder ranzukommen. Dasselbe gilt für Algorithmen. Na, fangen wir mal an, DES, das war früher mal der heiße Scheiß. Dann stellte man fest, okay, die Schlüssellänge ist ein bisschen optimierungswürdig, nimmt alle Blowfish. Dann stellte man fest, 64-Bit-Blocklänge, das ist auch nicht so optimal, nimmt AES. Bei den Hashes genau derselbe Kram. Bei asymmetrischen Sachen genau dasselbe. Also Kernaussage ist einfach, Algorithmen fangen an zu gammeln. Das heißt, auch die Algorithmen, die man verwendet, um Daten abzuspeichern und die Schlüssel abzuleiten, sollte man einfach mitspeichern. Das hat schicke Nebeneffekte, zeige ich gleich mal. Nehme ich hier den. Passwort überprüfen. Ich will da gar nicht in Detail darauf eingehen, wie und wo und was. Mir geht es um so den Klassiker. Und der Klassiker ist, ich habe in der Datenbank Nutzernamen und den MD5 des Passworts. Hat noch keiner gesehen, ne? Das ist völlig neu. Ich gebe das Passwort und den Namen, Benutzernamen, Passwort ein, das Passwort wird gehasht und dann guckt man in der Datenbank nach. Finde ich Benutzernamen mit dem Hash, dann ist super. Ich kann mich anmelden. Also zwei Probleme, MD5 ist broken. Das zweite Problem ist viel, viel schlimmer. Das zweite Problem ist, wenn ich mich gegen einen Offline-Angriff, also jemand hat meine Datenbank schon in der Hand, schütze, dann ist ein einfacher Hash, also
absolut einfach zu brechen. Also selbst Consumer-Grade-Grafikkarten kriegen irgendwie Giga-Hashes in der Sekunde hin. Das kombiniert mit diversen Korpussen, Copy, was auch immer, an bekannten Passwörtern. Man kann so ziemlich jedes Passwort brechen. Auch da gibt es wieder nur zwei Möglichkeiten. Entropie erhöhen. Das geht trivial mit einem Salt, also einem Wert, den ich quasi neben dem Passwort speichere und den Hash mit einbeziehe. Ja, da kann ich zumindest Dictionary Attacks verhindern, aber trotzdem kann ich mit der Grafikkarte noch sehr viel ausprobieren. Oder ich nehme Pepper, also quasi ein Salt, das geheim ist, weil das sich zum Beispiel aus dem Master Key ableitet. Dann sind auch Dictionary-Angriffe und Angriffe mit der Grafikkarte deutlich erhöht oder erschwert, weil ich die Entropie, die in diesem Hash drin ist, deutlich erhöhe. Wenn das nicht geht, dann gucke ich, dass ich irgendwie langsame Verfahren nehme, wie PBKD, F2. Oder noch besser, ja genau. Jetzt habe ich ein Thema, ich habe irgendwie eine Datenbank, da sind die gammeligen MD5s drin und ich habe den Job bekommen, mach, dass es weggeht. Also die naive Annahme ist die folgende. Benutzer meldet sich an, gibt sein Passwort ein. Ist das Passwort migriert? Nein. Super, dann migriert das Passwort, also dann habt ihr das Passwort ja im Plaintext, dann hasht ihr das mit dem neuen Verfahren, macht einen Pepper rein, alles super, speichert das Passwort, weiter im Text. Das ist super, ne? Also Scott hat jetzt irgendwie ein sicheres Passwort, also im Sinne von gut gespeichert. Alle anderen nicht. Das ist doof. Denn die sind das Problem. Scott nicht. Die sind das Problem. Alle anderen. Was macht der Schlaue, der nachdenkt? Er sagt, naja, ich habe einen Job. Der guckt sich jedes Passwort an. Ist das migriert? Nein. Dann nehme ich den Hash, der da drin steht und nehme den als Eingabeparameter für den neuen Algorithmus. Speichere das, fertig. Sieht das aus? Das sieht dann so aus. Der Scott hat immer noch PBKDF2 von dem Passwort und die anderen haben halt PBKDF2 vom MD5 von dem Passwort. Funktioniert. Deutlich besser, als die Daten so rumgammeln zu lassen mit MD5. Und lässt sich vor allem irgendwie über Nacht laufen. Oh, das ist mein Lieblings, da denkt nämlich keiner dran. Integritätsschutz. Wir haben Alice, wir haben Eve. Alice verdient mehr als Eve, Eve findet das doof. Und Eve hat Datenbankzugriff. Ha, ihr seht, wo es hin. Also, ha, guck mal. Ha, super. Instant Promotion. Das wird wahrscheinlich auffallen. Ne? Also irgendwann wird irgendjemand sich fragen, warum denn plötzlich da Gehalt abgeht, was irgendwo verbucht ist. Nichtsdestotrotz. Die erste Idee ist, okay, dann schütze ich halt dieses Salary mit einer Checksumme, mit einer kryptografischen, mit einem Secret drin, sodass Eve die nicht nachberechnen kann. Ja, jetzt kann man feststellen, dass Eve diese 10.000 nicht verdient hat, weil die Checksumme nicht stimmt. Also fast gut, weil jetzt kann Eve einfach das Gehalt von Alice runterkopieren und die Checksumme runterkopieren und also weniger, aber immer noch mehr. Das ist aber nicht so schlimm, weil ich kann die Checksumme jetzt auch so machen, dass ich den Benutzernamen mit einbeziehe, weil die Record-ID oder was auch immer. Und dann ist das irgendwie teilweise rüberkopieren von Daten nicht mehr möglich, weil ich dann eine Manipulation definitiv erkennen kann. Das funktioniert natürlich nur dann, ne, wenn Eve die Checksumme nicht berechnen kann. Also muss da irgendein Secret drin sein. Es geht auch andersrum. Wenn ich ein Passwort-Hash hochkopiere, dann kenne ich das Passwort. Ist auch doof. Also das ist ganz besonders doof. Weil jetzt kann nämlich Eve etwas tun und Alice steht in den Logs drin. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Alice nachweisen kann, dass sie das nicht war, tendiert gegen Null. Also auch da ist es sinnvoll, das an den Benutzernamen zu binden. Zack, zack. Okay. Ganz viele IT-Systeme haben eigentlich so einen großen Eingangskanal für Batch-Verarbeitung. Da kommen irgendwie große Datenpakete an, die werden von verschiedenen Einlieferern eingeliefert und dann irgendwie weitergeschoben. Meistens ist das so eine Art Store-and-Forward-Server. Ja, dieser rote in der Mitte. Das ist eure Verantwortung, das Ding. Ihr wollt nicht, dass da Plaintext-Daten von Kunden drauf liegen. Das Ding hängt im Internet. Da hängen
alle Kunden drauf. Also jede Schwachstelle, die das Ding hat, setzt nicht nur euch, sondern auch eure Kunden einer großen Gefahr aus. Das wollt ihr nicht. Symmetrische Krypto ist eine schlechte Idee. Zum einen, die Kunden kriegen es nicht implementiert und zum anderen ist das ein Albtraum, was das Schlüsselmanagement betrifft, weil ihr für jeden Kunden andere Schlüssel aushandeln müsst. Also Public Key Krypto. Ihr habt einen Public Key, mit dem verschlüsselt der Kunde, liefert das ein und ihr könnt es bei euch wieder entschlüsseln. Auf dem roten Ding ist nur verschlüsseltes und im besten Fall noch signiertes Material. Wenn einer den Server mitnimmt, aus dem Datacenter rausträgt, dann kommt er nicht an die Daten dran. Das ist grundsätzlich eine gute Idee. Jetzt ist das Problem nicht technisch, sondern häufiger der Entwickler, der auf der rechten Seite ist und sagt, das kostet mindestens 30 Sprints. Also zumindest mit Java, das ist ein shameless Plug, ich habe das irgendwie das Ding da geschrieben, relativ einfach. Ja, also mit ordentlichen Libraries kann man auch Krypto einfach machen. Ja, falls einer Lust hat. Ja, das ist ja irgendwie PGP-Stream, entschlüsseln und die Signatur prüfen. Und ihn dann irgendwo in einen anderen Stream reinpipen. Kryptografisches Material, genau, ja, ihr lacht. Andere finden es nicht komisch. Kryptografisches Material braucht immer Zufall. Immer. IV, Nonce, Keys, Entropie ist King. Das ist jetzt, egal wie zufällig der ausgewürfelt wurde, das ist keine Entropie. Ich will da gar nicht drauf eingehen. Wichtig ist nur, benutzt die Mechanismen, die euch das Betriebssystem oder die Libraries hergeben. In Java ist es Secure Random, nicht Random. Random heißt so, ist es aber nicht. Secure Random, das ist Random. Wenn ihr wirklich viele Daten braucht, dann guckt mal in die modernen Prozessoren rein. Die haben Hardware-Krypto-Zufallsgeneratoren. Wie viel haben wir noch? 19 Minuten. Oh Gott, viel zu schnell, Leute. Das ist, war gar nicht so schlimm. Ja, ja, genau. Sorry. Naja, haben wir noch endlos Zeit. Dann noch ein spannendes Thema. Zugriffskontrolle. Also ich habe gerade gesagt, man kann Passwörter hashen und. Das ist alles gut und schön für 0815. Manchmal, und das wird sehr, sehr selten vorkommen, aber manchmal würdet ihr in die Situation kommen, dass ihr nachweisbaren Zugriff braucht. Also mit einem extrem hoher Wahrscheinlichkeit, dass ihr nachweisen könnt, dass der Zugriff eben nicht passiert ist, weil Alice irgendwie den Passwort-Hash rüber kopiert hat. Oder was auch immer. Wo ihr Daten vielleicht auch an Benutzerkonten binden wollt. Also wenn ich zum Beispiel eine E-Mail, also Posteo macht das, das ist keine Werbung, aber da kann man einen Public Key hochladen und die verschlüsseln alle eingehende E-Mails. So, wenn ich jetzt ein geschlossenes System habe, dann ist das mit dem Public Key so ein bisschen schwierig, weil wo kommt der Private Key her? Aber jetzt kann ich jetzt sagen, wo der Private Key herkommt. Das ist eure Anwendung. Ihr habt drei User, Alice, Bob und Eve. Ihr habt eine API, ihr habt eine Access Control List und irgendwelche Daten. Also ihr habt nur ein Datum. Das ist eine einfache Anwendung. Alice will auf die API zugreifen, auf das Datum. Die API prüft die ACL und Alice kriegt die Daten. Okay, super, so soll es sein. Bob will auf die Daten zugreifen. Die API prüft die ACL sagt nein, Bob kriegt keine Daten. Läuft. Das ist der Standard. Das auch. Ja, Eve exploitet die Anwendung. Die Applikation sagt nix. Die Daten sind weg. Das ist ungünstig. Also nicht für Eve, aber für alle anderen. Okay, jetzt gucken wir mal, wie wir diese Daten mal so ganz theoretisch schützen könnten. Also wie könnten wir verhindern, dass Eve an diese Daten drankommt, selbst wenn sie direkt auf die Platte zugreifen kann? Und wie kann ich vielleicht auch kryptografisch eine ACL umsetzen?
Okay, fangen wir an. Die Daten sind verschlüsselt mit irgendeinem Schlüssel. Der Schlüssel wiederum ist mit einem anderen Schlüssel verschlüsselt. Ihr seht schon, ne? Es gibt kein Problem, das man nicht durch Indirektion lösen kann. Der Schlüssel da vorne ist jetzt mit Alice-Schlüssel verschlüsselt. Ne? Und hier ACL prüft sozusagen den Zugriff auf diesen Schlüssel. Und Alice hat ihren Schlüssel irgendwo bei sich. Wie genau, das machen wir gleich. So, wenn jetzt Alice darauf zugreift, wird hier ACL geprüft, aber schadet hier eh nicht. Dann kriegt die Alice die Daten. Alice kann den Data Key encrypten, weil sie hat ja den grünen Schlüssel. Super. Und damit kann sie die Daten entschlüsseln. Wenn Eve jetzt das hier macht, dann kann Eve weder die Daten entschlüsseln, weil sie den weißen Schlüssel nicht hat, noch kann sie Alice Schlüssel entschlüsseln, weil sie den grünen Schlüssel nicht hat. So, Problem solved. Sollten wir überall so machen. Ja, also, der einzige Haken ist, das macht den Zugriff relativ aufwendig. Ja, das würde ich nicht machen, wenn ich in einem Batchjob irgendwie tausend von Datensätzen irgendwie aufsummieren möchte oder sonst irgendwas. Und vor allem möchte ich das nicht machen, wenn Alice ihr Passwort vergisst. Da kommen wir gleich drauf. Ja, aber wie kommt Alice eigentlich an diesen komischen grünen Schlüssel? Ja, am sinnvollsten, Alice gibt das Passwort ein. Der grüne Schlüssel ist nochmal verschlüsselt mit dem Passwort und abgelegt nochmal auf dem Server. Und dann kriegt Alice den entschlüsselten grünen Schlüssel. Jetzt hat Alice den grünen Schlüssel, mit dem kann sie den weißen Schlüssel entschlüsseln, mit dem weißen Schlüssel kann sie die Daten entschlüsseln. Ihr könnt alle folgen? Hervorragend, ich nicht. Jetzt haben wir folgende Situation. Wenn Alice ihr Passwort ändert, dann verschlüsselt sie ihren grünen Schlüssel mit dem neuen Passwort. Haken dran. Ja. Der Schlüssel, haben wir gesehen, schützt die Daten. Ja, also die beiden Sachen sind super. Was nicht funktioniert, ist das hier. Also, wenn Alice ihr Passwort vergisst, dann hat Alice ein Problem. Die klassische Lösung für das ist, es gibt irgendwo einen vertrauenswürdigen Dritten. Key Escrow, und dem gebe ich eine Kopie von dem grünen Schlüssel. Oder dem gebe ich eine Kopie von dem weißen Schlüssel oder was auch immer. Kann man so machen? Ist durchaus ein valides Szenario. Hat aber diverse Nachteile. Hat insbesondere den Nachteil, dass die Prozesskosten extrem hoch sind. Also gar nicht Technik. Wenn ich mir so einen Kundendienst angucke, die Frage, die mit Abstand am häufigsten kriegen, ist: Ich habe mein Passwort vergessen. Und das, obwohl es Prozesse gibt, um das Passwort manuell zurückzusetzen über irgendwie I forgot my password link. Das ist ein ganz reales Problem, das ganz reale Kosten verursacht und nicht im geringen Umfang. Aber wenn ich sowas habe, dann muss ich sicherstellen, dass der Kundendienst, also der darf gar nicht erst an die Sachen drankommen, weil sonst ist der irgendwie also Innentäter Nummer eins. Und das Zweite ist, ich muss mit einem extrem hohen Aufwand den Anrufer identifizieren. Weil wenn ich da anrufe und sage, hallo, ich hätte gerne den Firmensafe, und die sagen, ja, bitteschön, hier ist der Schlüssel, das funktioniert nicht. Also wenn ich das mit meinem privaten Konto mache, dann mag das irgendwie noch gehen, aber wenn das wirklich sensitive Daten sind, und sonst würde ich den Scheiß da nicht machen, dann ist das kein Weg. Also die Kosten steigen nochmal. Also, was ist eine Möglichkeit? Ja, die Zauber der Kryptographie. Secret Sharing. Also Alice, also die Farbe ist jetzt falsch, aber es ist, Alice hat einen Schlüssel. Das ist ihrer, der ist geheim, den darf kein anderer wissen. Alice hat vier Freunde. So, im optimalen Fall können sie sich alle nicht gegenseitig ausstehen, ja, damit die nicht zusammenarbeiten. Und, aber Alice sagt, also zwei würden sich vielleicht noch zusammentun, um mir einen reinzuwirken, aber drei würden niemals sich zusammenfinden, um mir irgendwie einen reinzuwirken. Ich weiß aber nicht, ob ich immer drei irgendwie im Zugriff habe, ich habe aber garantiert, wenn ich vier Leute habe, kriege ich immer drei zusammen. Ja, ob die Zahl drei und vier ist jetzt irgendwie völlig aus dem Ärmel geschüttelt, das kann auch 17 und 32 sein, das ist egal. Was Alice jetzt macht, sie teilt ihren Schlüssel auf mit einem kryptografischen Verfahren. Secret Sharing, also Scharmier zum Beispiel, ist so der Klassiker. Gibt aber noch andere. Jeder von den dreien kriegt einen Teil des Schlüssels. Und weil das
Verfahren jetzt so konfiguriert ist, dass 3 von 4 den Schlüssel wiederherstellen können, wenn Alice ihr Passwort vergisst oder seinen Schlüssel nicht mehr drankommt, können 3 der Leute zusammen den Schlüssel wiederherstellen. Irgendwelche 3. Das ist so ein Tier out of N Secret Sharing. Als ich eben HSM erwähnt hatte, haben einige wissend genickt. Also ein HSM, das schützt man mit einem Operator Card Set, also einem kryptografischen Karten. Und da ist im Regelfall auch so, dass man sagt, ich habe irgendwie 5 Karten und ich brauche mindestens 3, um das Ding irgendwie wieder ins Laufen zu kriegen. Das könnte man theoretisch auch, weil das relativ aufwandsarm ist, also im Vergleich zu allen anderen Methoden. Weil das die Last der Identitätsprüfung zum Beispiel und die ganze Prozessaufgabe Alice aufbürdet. Und nicht irgendeinem Helpdienst oder Support-Service, der Alice noch nicht mehr kennt. Wahrscheinlich Hunderttausende von Kunden hat. Das wird selten eingesetzt. Ich habe keine Ahnung warum. Ich finde das ein ziemlich elegantes Schema. Gerade dann, wenn es darum geht, dass man, das ist vielleicht noch ein bisschen der Hintergedanke, dass man als Firma nachweisbar auch gar nicht diese Schlüssel haben möchte. Wenn ich diese Schlüssel nicht habe als Firma, denn die Daten sind verschlüsselt, dann kann ich diese Daten als Datenmüll behandeln. Also nicht im Sinne von, ich kann die löschen, aber im Sinne von, das Schutzniveau dieser verschlüsselten Daten ist unglaublich geringer als das Schutzniveau von Plaintext-Daten. Hohes Schutzniveau heißt hohe Kosten. Beispiel, ich habe eine Datenbank, ich habe 30 Leute, die da mit DevOps drauf rumturnen. Also, da kann schnell mal was schief gehen. Da habe ich irgendwie einen, der nicht weiß, was er tut oder schnell mal ein Problem lösen muss. Der Kunde hat angerufen, ich muss irgendwie in die Daten dran, sonst kriegt er sein Problem nicht gelöst und wups, sind die Plaintext-Daten weg. Das kann man verhindern, wenn der gar nicht erst da drankommt. Also nichts gegen DevOps-Leute, ne? Alles super Sache, aber wenn meine Hauptaufgabe Dev ist und nicht Legal-Experte, dann wird es manchmal, also dann tue ich manchmal Sachen, die ich vielleicht nicht tun sollte. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Okay. Ich habe ganz viele Sachen erzählt, aber nirgendwo bin ich so wirklich tief eingestiegen. Warum? Hervorragend. Ach Gott, ich bin viel früher fertig. Vielleicht ist da noch Gulasch da. Okay, hier ist eine Krypto-Checklist. Da sollte man in jedem Fall durchgehen. Guckt euch die Daten an. Wie müssen die behandelt werden im Sinne von, was sagt das Gesetz, was sagen die Vorschriften, was sagt der Chef, was ist das Risiko mit den Daten? Und klärt das mit einem Manager. Und wie ihr es nicht mit einem Manager klären könnt, dann findet einen, der es klären kann. Alles, was ihr tut, alles, was da drunter steht, kostet Geld. Wenn ihr für jeden Pfennig diskutieren müsst, dann könnt ihr es auch sein lassen. Ihr müsst irgendjemandem erklären, dass es in deinem eigenen Interesse, dass ich dir helfe, dass die Daten sicher sind. Alles andere kannst du knicken. Wird nicht funktionieren. Ihr müsst wissen, wann ihr aufhört zu diskutieren. Also was sind eure Trust Anchor? Vertraue ich meinem Cloud-Diensteanbieter? Ja oder nein? Oder wie weit vertraue ich ihm? Das klärt man einmal und dann ist gut. Also vielleicht kann man das noch mal ändern. Aber wenn ich das ändere, habe ich wahrscheinlich große Folgeaufwände. Man kann es übertreiben. Man kann jetzt irgendwie hingehen wie Apple und sagen, hey, ich baue meine eigenen Prozessoren. Kann man alles machen. Ja, ist im Regelfall aber nicht das, was irgendwie das Unternehmen weiterbringt. Wenn ich sensitive Operationen habe, verschlüsseln, signieren, dann muss der Zugriff auf diese sensitiven Operationen, ob es jetzt HSM ist, ob es jetzt ein Krypto-Host ist oder was auch immer, das darf nicht anonym passieren. Ne? Also wenn ich jetzt Daten signieren kann und die API jetzt mal ganz platt irgendwie unauthentifiziert ins Netz stelle, dann kann ich auch gleich die Schlüssel leaken. Das bringt überhaupt nichts. Also die Daten, also die Schnittstellen, kryptografische Schnittstellen müssen geschützt werden. Nichts selber ausdenken. RFC 4880 ist OpenPGP. Lest euch irgendwie Empfehlungen vom BSI durch, vom NIST. Also man kann viel von den Leuten halten. Ne, oder auch wenig, ist völlig egal. Aber die haben ein extrem ureigenstes Interesse daran,
dass das, was sie herausgeben, auch sicher ist. Und sie können es im Regelfall deutlich besser beurteilen als ihr. Ja, es gibt Ausnahmen. Ne? Das, Nonsense nur einmal verwenden. Wissen, wann, was ein, oder wann ein Modus ein Stream-Cipher ist und was dann passiert, wenn man den zweimal verwendet. Etc. Ganz, ganz wichtig, alles aufschreiben. Ihr braucht ein Krypto-Konzept. Also eine aufgeschriebene Version, was ihr tut, warum ihr es tut und wie ihr es tut. Und dann muss da irgendjemand drüber gehen und sagen, ja, das stimmt so. Und dann muss einer drüber gehen, der weiß, wie es geht. Also irgendeiner, der kryptografische Expertise hat. Weil wenn das Konzept schon Grütze ist, dann könnt ihr mal raten, wie gut die Implementierung wird. Auch jetzt, wenn ihr einen Masterkey habt, der sollte gesichert werden. Also auch Offsite gesichert werden. Am besten im Safe. Am besten in zwei Safes. Am besten auf einer Karte und ausgedruckt. In zwei verschiedenen Ländern. Wenn der weg ist, ist weg. Also alles ist weg. Wenn ich sage alles, meine ich alles. Das ist der Fall, Flugzeug fällt auf Data Center, auf jedes gleichzeitig. Also der Master Key ist halt wichtig. Wo ich dabei bin, Keys refreshen, also regelmäßig austauschen. Und hier auch der Pro-Tipp, wenn es weh tut, und das tut weh, macht es häufiger. Also nicht sagen, oh, das können wir in zwei Jahren alles implementieren. Not gonna happen. Algorithmen Rollover. Nicht nur implementieren, sondern auch testen. Also zumindest mal, also der erste ist immer einfach, der zweite ist schwierig. Ihr braucht ordentlich Entropie. Und jetzt der absolute Kicker, egal was ihr tut, macht Testfälle. Zum Beispiel, ich spiele das Backup von letztem Monat ein. Funktioniert das noch? Oder sind plötzlich irgendwelche Keys weg? Also das muss man wirklich ausprobieren, sonst kann es echt böse nach hinten losgehen. So, ich habe 4 Minuten. Und wird fast durch. Wow. Genau. Also regulatorische Anforderungen hat man gerade. Krypto ist ein Mittel, aber es muss nicht immer das primäre Mittel sein. Im Regelfall sind organisatorische Mittel deutlich wirkungsvoller, weil sie einfach weniger kosten in der Umsetzung nachher. Aber wenn es notwendig ist, Krypto zu machen oder wenn es sinnvoll ist, dann muss man es ordentlich machen. Hat man schon. Q&A, habt ihr Fragen, Anmerkungen? Hervorragend. Wenn ich einen Key Rollover mache, also einen neuen Master Key oder auch einen neuen symmetrischen Schlüssel nehme, dann sagst du, brauche ich ja irgendeinen, der das Ganze verwaltet, also der auch zwei Master-Keys zum Beispiel verwaltet und die auch wieder rausfischen kann. Also ich hätte gerne Version 1, 2 oder 42 des Master-Keys. War das die Ja, das ist, ich habe nur ein und zwei schon, ich habe viele Keys, aber das ist, wird immer neu erzeugt, so eine bestimmte Menge von Daten, wird immer neu genau. Key erzeugt. Wie merkt jetzt mein Server, für diesen Datenmengen habe ich Key A benutzt und für Menge W habe ich Key 2 benutzt und darüber reden. Also vom Verwalten her ist es nicht so einfach. Genau, also die Frage ist, wenn ich sage, ich will Algorithmen wechseln oder Schlüssel wechseln, dann habe ich ja plötzlich nicht nur einen Schlüssel, sondern ganz viele, ne, potenzielle Schlüssel. Wie finde ich denn jetzt raus, wenn ich auf den Datensatz zugreife, was der richtige Schlüssel ist? Und da ist halt genau der Punkt, ich schreibe daneben, was der Schlüssel ist. Also ich schreibe nicht einen Schlüssel daneben, sondern ich schreibe irgendeine Key-ID, also ein Foreign Key in der Datenbank wäre es daneben. Und genauso mit den Algorithmen. Ja? Im Vergleich zu den Hash-Funktionen, gerade nochmal, du hast ja erwähnt, dass Hashen Daten vertraulich machen kann. Jetzt, da sollte man halt sehr, sehr vorsichtig sein, gerade jetzt bei den Beispielen mit Telefonnummern. Ein Hash kann am Ende nicht die Entropie vergrößern. Wenn wir jetzt Telefonnummern haben, die irgendwie 10 Ziffern haben, dann sind wir bei 10 Milliarden Möglichkeiten. Wir hatten das Stichwort Gigahashes pro Sekunde.
Das heißt, nach 10 Sekunden hat meine Grafikkarte das durchprobiert. Richtig. Und deswegen wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit der Empfehlung zu hashen. Guter Punkt. Das geht so ein bisschen auf das Teil zurück, was ich gerade sagte. Man kann entweder langsamer machen oder die Entropie erhöhen. Und in der Tat, Entropie erhöhen ist im Regelfall der bessere Weg. Also eine Möglichkeit wäre, nehmen wir mal Telefonnummern, das ist ein gutes Beispiel. Insult, also irgendetwas, was ich davor schreibe, was öffentlich bekannt ist, wird nicht helfen. Ja, weil die Entropie immer noch genau das ist, was die Telefonnummer hergibt. Und wenn ich den Insult kenne, dann kann ich in 10 Sekunden das Ding durchrechnen. Wenn ich bei der Berechnung des Hashes etwas davor schreibe, was der Angreifer nicht kennen kann, weil es zum Beispiel abgeleitet ist aus einem Secret, dann habe ich die Entropie damit erhöht und damit habe ich auch das ganze Thema Brute Force sicherer gemacht. Das ist genau ein richtiger Punkt. Also was Posteo, wenn ich das richtig verstanden habe, macht, ist zum Beispiel, dass der Client einen Salt wird irgendwie generiert. Also und den übermittelt. Ich habe es in Detail nicht angeguckt, ich habe es in der Tat auch nur zufällig gesehen auf der Seite von denen, dass das quasi von BFD abgesegnet wurde und auch von der BNetzA. Also, ich habe es nicht gelesen, aber das ist die richtige Antwort. Also Krypto kann ich zaubern. Wenn ich irgendwie die Zahl wenig habe, wenig Möglichkeiten, dann hilft Krypto auch nur wenig. Noch mehr? Nö, also ich kenne keine, sagen wir mal so. Ich sage ja, also es ist eigentlich relativ, also von der Idee her, ne, man wird es nicht überall einsetzen, aber nee, also ich kenne keine Systeme, die es wirklich umsetzen. Nur eine Frage, wenn man dann die Berechtigung ändern würde, das würde heißen, dass die Kryptodaten nochmal geschrieben werden müssen? Ja, die Schlüssel müssten neu verschlüsseln, also ne, genau, also letzten Endes genau das Thema, wenn ich irgendwie Änderungen habe, die da unten ACL-mäßig irgendwie abgefragt werden müssen, da wird es schnell eklig. Ja, also da muss man irgendwie mit irgendwie anderen Mechanismen vorgehen. Wenn das ein relativ stabiles System ist, ne, dann ist das mit Sicherheit eine Möglichkeit. Noch was? Ansonsten hätte ich noch den hier. Ich habe es gerade schon mal gesagt, ne, was ist schlimmer, als im langweiligen Talk zu sitzen? Die nächste Gruppe dazu zu verdammen, denselben langweiligen Talk zu sehen? Also, das betrifft nicht nur mich, das betrifft alle. Ich habe gerade gesehen, es gibt eine Feedback-Möglichkeit zu den Talks hier im Dingens-Tool. Man kann es auch da machen, man kann es auch persönlich machen. Wenn ihr Talks seht, gebt den Leuten Feedback. Also, im besten Falle konstruktives und nachvollziehbares Feedback. Ja, also, du bist der Beste, klar, hört man gerne. Ey. Super, hilft mir aber nicht weiter. Naja, also in der persönlichen Entwicklung. Und das betrifft eigentlich jeden, der einen Vortrag hält. Und von daher meine Bitte, wenn die Leute sich so viel Mühe machen, einen Vortrag zu halten, und das ist viel Aufwand, dann honoriert das auch. War das eine Frage oder ist Timeout? Ich habe eine Amateurfrage. Warum Kryptographie ist nicht eingesetzt in normale Standardleben als Grundsicherheit in Kommunikation, E-Mails, Angst und Datenübertragung und so weiter. Okay, also die Frage war, warum wird Kryptographie im normalen Leben so selten eingesetzt? Und die Antwort ist eigentlich, also es gibt zwei Antworten darauf. Die eine Antwort ist, es wird extrem viel eingesetzt. Also HTTPS, also ne, dieses grüne Schloss bei Webseiten, wenn man die besucht, das ist ganz viel Krypto. Das große oder die große Schwierigkeit mit Krypto ist nicht die Krypto selber, sondern die Organisation dahinter. Was meine ich damit? Es ist zu aufwendig, ist noch viel schlimmer. Also ja, also wenn ich dir jetzt eine verschlüsselte E-Mail schicken möchte, dann müssen wir uns vorher irgendwie mal austauschen, weil ich muss ja deinen Schlüssel kennen. Ja, wie schicke ich den Schlüssel? Das ist das Problem. Ne? Also wir müssen erstmal gucken, was ist der Schlüssel, ich müsste diesen Schlüssel prüfen, dann könnten wir eine sichere Kommunikation aufbauen. So, wenn wir uns nicht persönlich treffen, dann brauchen wir irgendeinen Dritten, der das macht. Also bei Webseiten macht das eine CA. Mit IDAS gibt es jetzt auch die Möglichkeit, dass
organisatorisch und rechtssicher zu machen durch Dritte. Aber das Hauptproblem ist in der Tat das Management, also Key Management. Das ist ganz, ganz oft die zentrale Schwierigkeit. Und eine wirkliche Lösung hat noch keiner gefunden. Es gibt immer wieder Ansätze, dass alle Leute sagen, ey, ich habe eine super Idee. Ja, doch nicht. Aber es ist genau die richtige Frage. Also es ist die zentrale Frage eigentlich bei dem ganzen Kryptogramm. Frage beantwortet so in etwa? Teilweise. Teilweise? Also können wir gleich weitermachen, aber es ist einfach, es ist im Regelfall nicht die Technik, sind die Leute, muss man so sagen. Also auch nicht persönlich gemeint. Noch weitere Fragen? Schweigen im Walde? Gut. Damit danke ich mich. Trotz irgendwie Gulasch und Starbucks nebenan sind echt viele Leute da gewesen. Ich bin überrascht. Finde es aber nicht schlimm. So, vielen Dank.